Willkommen hier in der Red Bull Arena. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. Ihre Kommentatoren heißen Wolfuß und Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen Bayern München. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Oh, das könnte was werden. Lewandowski. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Die Münchner führen nach diesem Tor. Jetzt Sabitzer. Ballverlust. Lewandowski. Er ist frei, der kann was draus werden. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Gutes Pressing jetzt. Jetzt vielleicht. Pass wird ab. Ball kommt aufs leere Tor. Direkt noch ein Tor. Da sah er alles andere als gut aus. Ja, das Tor geht auf seine Kappe. Den wird er nie so weggeben. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. ...2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Werner. Gute Aktion jetzt. Da kommt die flache Hereingabe. Flanke landet beim Gegner. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Lewandowski. Fünfmal hintereinander ist Robert Lewandowski mittlerweile Polens Fußballer des Jahres geworden. Es ist Wahnsinn. Und irgendwie natürlich auch Belohnung dafür, dass Lewandowski wirklich seit Jahren konstant auf höchstem Niveau spielt. Leipzig über außen. Gut gemacht, gutes Tackling. Forsberg. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Timo Werner. Tyler Adams. Na, da müssen sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Könnte den Konter geben. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Lewandowski. Und er macht ihn nicht. Wahnsinn. Stark vom Keeper. Da hat er scheinbar genau gewusst, was der Spieler vorhatte. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Zieht ab. Noch ist die Chance da. Könnte gefährlich werden nach dem Einwurf für die Bayern. Tja, Fassungslosigkeit, wo man hinschaut. Eine bessere Chance kann ich mir kaum vorstellen. Halstenberg. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Könnte was werden. Den Ball hat er, ganz souverän. Jetzt Sabitzer.
Emil Forsberg. Und das ist der Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Lewandowski. Tor durch Lewandowski. Wunderbar. Auch da haben wir wieder gesehen, wie brillant er ist. Gerade auch in solchen Situationen. Was meinst du? Macht der FC Bayern den Sack hier nach diesem Treffer endgültig zu oder kommt der Gegner nochmal an? Kann ich mir nicht vorstellen. Viel zu routiniert, die Münchner abgeklärt, um hier wirklich nochmal in Schwierigkeiten zu kommen. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Gut gemacht auf der Außenbahn. Yusuf Paulsen. Gefährlich! Jetzt kann die Hereingabe kommen. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Gnabry. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Klasse dazwischen gegangen, den Pass hat er förmlich geahnt. Ballverlust Bayern München. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Kurz nicht konzentriert genug und schon ist die Kugel weg. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Kampe. Nee, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Coutinho. Coutinho. Ui, das war eng. Der Ball geht am Pfosten vorbei. Drei Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Da verlieren sie den Ball. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Die Bayern mit dem Ballverlust. Beruhigende Führung zur Pause. 3-0 ist der Spielstand nach 45 Minuten. Noch 45 Minuten zu gehen und bisher war das Spiel doch sehr, sehr eindeutig. Nun Coutinho. Lukas. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Oh, er trifft die Latte. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Coutinho, klasse gemacht, stark geblockt. Und hier sehen wir die nächste Bundesliga-Partie der Heimmannschaft. Der Ballverlust. Werfen einen Blick auf die nächste Aufgabe von Bayern München. Es geht gegen den 1. FC Köln im nächsten Bundesligaspiel. Die beiden nehmen sich nicht viel. Oh, viel Platz jetzt. Oh, kein guter Versuch. Der ist komplett misslungen. War eigentlich eine gute Chance. Er hat den Ball. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Emil Forsberg. Timo Werner. Yusuf Paulsen. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Er passt ihn auf den Flügel. Timo Werner. Kommt jetzt die Flanke? Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance.
gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Da gibt es Vorteil, Spiel geht weiter und jetzt die Flanke. Da gibt er zu Recht Freistoß. Gut vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Gute Kopfballchance, aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt halt nichts mehr rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt, da war kaum mehr rauszuholen. Lewandowski. Ballverlust Bayern München. Da müssen sie aufpassen jetzt. Und das ist der Ballverlust. Contra Tolisso. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Oh, gehalten. Unglaublich, was für eine Parade. Ecke kommt von Thiago. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Serge Gnabry. Und da klingelt es im Kasten. FC Bayern hier also mit dem nächsten Treffer. War es das jetzt Boucher oder kommt der Gegner nochmal? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Mit so einer Führung im Rücken haben die Bayern jetzt einfach die nötige Sicherheit, um das Spiel nach Hause zu bringen. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Viel zu hören ist hier nicht mehr von den Rängen. Entspricht aber auch ein Stück weit der Leistung der Mannschaft, ne? Ja, die sind einfach schlecht. Da muss man nicht drum rumreden. Es gibt Freistoß für den FC Bayern. Schnell ausgeführter Freistoß. Ballverlust. Auf Pausen. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Unaufhaltsam. Yusuf Pausen. Da hat er klasse gearbeitet. Sehr gut aufgepasst. Sie gehen mit einer deutlichen Führung in die Schlussphase, Boucher. Wie siehst du die Partie im Moment? Die Bayern gehen einem ungefährdeten Sieg entgegen. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Thiago mit der Reingabe. Und die Situation ist wieder bereinigt. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Gnabry. Klasse Aktion, Ball ist weg. Wir sehen das frühe Pressing. Der Blick zur Uhr in den freien Raum. Klasse Pass. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Coman. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ibrahima Konaté. Coman. Demme. Leipzig über außen. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Ecke kommt rein. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Da geht er weit am Tor vorbei.
Ballverlust Bayern München. Das war's. Der Unparteiische pfeift diese Partie ab. Ich dachte, Buschi, irgendwann schalten die mal einen Gang zurück. Aber denkste? Ja, Wolf, das war beeindruckend. Eine richtig, richtig starke Messung. Wie hast du Lewandowski heute gesehen in diesem Spiel? Er hat hier auch heute wieder als Top-Torjäger geglänzt und gleich zwei Treffer beigesteuert. Das war natürlich der Schlüssel zum Erfolg.